this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, Donnerstag, 30. August um 8 Uhr, habe ich mich hier eingefunden mit meinen Brüdern in Christus über Skype, um die nächste Lesung in Angriff zu nehmen des Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Heute begleiten uns in erster Stelle der Bruder Viktor, der das Buch übersetzt hat, der Bruder Michael, der noch für eine knappe halbe Stunde uns wohl begleiten kann, bis er eine andere Verpflichtung hat, und vielleicht kommt Bruder Max auch noch dazu, der Romanismus und die Reformation im Augenblick übersetzt und heute auch noch in diesem Gespräch vielleicht teilnimmt. Das werden wir dann sehen. Jedenfalls fangen wir heute das 9. Kapitel in dem Buch an. Den Titel sage ich dann gleich. Ich habe jetzt keine Lust, das hier einzublenden. Das sehen wir dann gleich, wenn wir das machen. Das 9. Kapitel von 12 in total in dem Buch. Und im Augenblick ist es ja so, wir machen fast täglich, also im Augenblick diese Woche wirklich täglich eine Lesung, um da richtig schön drin zu bleiben. Und das macht richtig viel Spaß. So, und bevor wir jetzt richtig anfangen, muss ich eben hier nochmal meinen Schirm teilen mit meinen Brüdern. Dann können die auch meinen Computer sehen. Deswegen eben die Skype-Einblendung. So, und dann möchte ich jetzt erstmal den Bruder Michael begrüßen, der ja schon eine ganze Zeit mit mir an der Strippe hängt. Herzlich willkommen, Michael, zur heutigen Sendung, und ich hoffe, es geht dir gut. Moin, moin. Ja, also mir geht's ganz gut. Ich habe mich hier jetzt schon warm gequatscht und ich freue mich jetzt auf die nächste halbe Lesung. Prima. Und Viktor aus Hamburg, moin, moin. Und herzlich willkommen. Ja, moin moin. Auch ein herzliches Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, dann gebe ich weiter das Wort. Ja, ohne dich wäre das ja auch nur die Hälfte wert, diese Lesung. Ich meine, du hast das Buch übersetzt und das ist schon ganz toll, denjenigen, der es übersetzt hat, dann auch mit beizuhaben, der hier und da dann auch noch ein wenig zur Erklärung zufügen kann, wie wir das hier jetzt lesen wollen. Also, wir haben das Buch Hinter den Diktatoren, Kapitel 9, das heißt Hitlers Kampf gegen die Kirchen. Bevor wir damit anfangen, habe ich natürlich noch was anderes vorbereitet. Ihr seht, hier oben ist ein kleiner gelber Punkt, das ist nämlich eine Note, eine Notiz. Da steht drin, gegebenenfalls passen zwei Tate aus dieser Quelle zu dem Lesen dieses Kapitels. Ja, die habe ich mir vorhin angeguckt und denke, das sind mal ein paar schöne kleine Zitate, die man hier durchaus mit reinnehmen kann. Ja? Also, ich hatte hier zum Beispiel gesagt, zum Beispiel das zweite nennt, es gibt nur wenige Männer, und zu diesen großen Männern gehört unstreitig der Mann, der heute seinen 52. Geburtstag hat, Adolf Hitler. Am heutigen Tag versprechen wir ihm, dass wir alle Kräfte zur Verfügung stellen, damit unser Volk den Platz in der Welt gewinnt, der ihm gebührt. Na, wer hat das denn gesagt? Die katholische Kirchenzeitung der Erzdiözese in Köln am 20. April 1941. Ja, 20. April 1889 war ja der Geburtstag des Führers. Ja. Ich glaube nicht, dass euer Pastor oder, wenn ihr katholisch seid, euer Priester das gerne hört, wenn ihr ihm dieses Zitat mal unter die Nase reibt, wenn ihr sonntags in die Kirche geht. Solltet ihr aber mal machen, wenn ihr Kirchengänger seid, und ihn mal fragen, wie er denn dazu steht. Den nächsten finde ich im Grunde auch sehr interessant, von Adolf Hitler selber. So glaub ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Da muss man sich doch fragen, wie, ja, jetzt fehlen mir schon fast die richtigen Worte, wie gehirngewaschen, wie unglaublich kontrolliert so ein Mensch sein muss, um solche Dinge zu sagen, ja. Wo in der Bibel steht denn bitte schön darin, dass man sich des Juden erwehren soll? Ich kann da immer nur noch das Beispiel anführen, das ich damals angeholt habe und das ich jetzt auch hier gerne nochmal anholen möchte. Und ich werde es euch richtig zitieren aus der Bibel. Ich schlage sie mir mal eben auf. Wir gehen in das Buch der Römer im Neuen Testament.
Und da gehen wir in das Kapitel 11. Ich bin auch gleich da, dauert gar nicht lange. Vers 11, da steht: Ich frage nun, sind sie, die Juden, denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also, wenn man einen solchen Satz liest von Adolf Hitler, ein solches Zitat, dann weiß man direkt, welches Geisteskind er ist und dass er nicht von dem allmächtigen Schöpfer spricht, der in der Bibel geschrieben steht, sondern dass er von dem, wie nennen das die Freimaurer, großen Architekten des Universums spricht. Ja? Das ist ein ganz anderer Gott als der Gott der Bibel, der einzig wahre, der Gott ist. Alle anderen sind ja nur irgendwelche Idole, die zu Göttern erhoben werden, aber es gibt ja nur diesen einen wahren Gott. Ja, und das letzte Zitat hatte ich, glaube ich, gesagt, sollte man auch nochmal lesen von diesen Zitaten hier. Da steht: Gott hat es zugelassen, dass das Vergeltungsschwert gegen England in unsere Hände gelegt wurde. Wir sind die Vollzieher seines gerechten göttlichen Willens. Katholisches Kirchenblatt für das nördliche Münsterland, 9. März 1941. Jetzt möchte ich da nochmal eine kurze Bemerkung zu geben. Gott hat es zugelassen, steht hier, dass das Vergeltungsschwert gegen England in unsere Hände gelegt wurde. Wir wissen bereits aus früheren Lesungen in diesem Buch hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, dass der Papst Leo XIII. Den deutschen Kaiser Friedrich Wilhelm II. Ans Herz gelegt hat, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein soll. Nun ist das Problem, dass Deutschland an sich ein protestantisches Land ist und dass also hier mit anderen Worten ein protestantisches Land gegen ein anderes protestantisches Land kämpft, nämlich Deutschland gegen England. Wenn Gott es zugelassen hat, dass das Vergeltungsschwert gegen das protestantische England in unsere Hände gelegt wurde und dass wir die Vollzieher seines gerechten göttlichen Willens sind, dann muss man sich ja nicht weiter Fragen stellen, um welchen Gott es sich hier handelt und dass es sich niemals um den wahren, einzigen Gott der Bibel handeln kann. Ja? Habt ihr vielleicht irgendwelche Kommentare zu den Zitaten, die ich gerade eben vorgelesen habe, die ihr hier auf dem Bildschirm auch sehen könnt? Nee? Also deutet ja doch so an, dass es, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Überschrift des jetzt Kapitel, das wir jetzt lesen gleich, uns ansehen werden. Hitlers Kampf gegen die Kirchen, ja. Dann könnte man ja auch vermuten, dahinter wäre jetzt vielleicht auch ein Artikel zum Beispiel, den wir jetzt so lesen könnten heute, der vielleicht jetzt auch von nicht allzu langer Zeit verfasst wurde, diese Zitate letztendlich, ja, also ein ganz anderes Bild darlegt, ne? Oder genau entgegengesetzt im Grunde. Und ja, ich bin gespannt, was wir aus diesem kommenden Kapitel erfahren werden. Ja, aber war mal ganz interessant, mit diesen paar Zitaten zu beginnen, ne? Finde ich mal einen interessanten Ansatz, das auf diese Art und Weise zu machen. Hatte ich mir das damals dann notiert? Ja, wahrscheinlich, ne? Oi, wieso ist das? Nee, das hab ich hinzugefügt. Hast du das hinzugefügt? Das ist auf meinem Mist gewachsen. Das ist auf deinem Mist gewachsen. Ach, guck an. Schön. Ja, ich konnte mich das ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob das jetzt von mir war damals in der englischen Lesung oder von dir. Also, dann hast du das aber sehr schön gemacht, weil das sind ja ein paar interessante Zitate, mit denen wir das hier anfangen können. Und das Interessante bei diesen Zitaten ist, wenn wir hier das Kapitel lesen, das heißt Hitlers Kampf gegen die Kirchen, dann verstehen wir auch direkt, gegen welche Kirche er wirklich kämpft oder für welche Kirche er wirklich kämpft. Er kann in dieser Hinsicht ja nur für die Kirche Satans kämpfen. Und nicht für die Kirche des Gottes der Bibel. Ne? So, ich habe hier noch ein Zitat, was du mir geschickt hast aus den Bildern des Buches von dem Philipp Freiherr vom Böselager. Das wollen wir mal eben einblenden, wenn wir jetzt die Lesung anfangen sofort. An dem Zitat steht: Wenn der Widerstand gegen Hitler etwas Positives erreicht hat, dann ist es, dass die beiden Kirchen im Kampf gegen den Antichrist zusammengerückt sind. Die Ökumene hat im Widerstand und im KZ ihren Ursprung. Also, soll ich jetzt mal darauf eingehen, dieses Zitat zu analysieren, oder soll ich das einfach mal
unkommentiert stehen lassen. Was meint ihr? Hallo? Also dein Kommentar würde mich da schon so interessieren, denn ich muss da ein bisschen Kommentar kann ich eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, so wirklich. Ja, da kann man im Grunde nur mit dem Kopf schütteln. Wenn der Widerstand gegen Hitler etwas Positives erreicht hat, dann ist es, dass die beiden Kirchen im Kampf gegen den Antichrist zusammengerückt sind. Da muss man sich erstmal fragen, von welchem Antichrist spricht er hier? Wer ist denn der Antichrist? In diesem Fall wird Adolf Hitler als Antichrist mehr oder weniger tituliert. Und der biblische, historische und prophetische Antichrist ist das Papsttum. Also, wenn hier steht, dass die beiden Kirchen im Kampf gegen den Antichristen zusammengerückt sind, dann will das ja im Grunde nur heißen, dass eben, genau wie er sagt, die Ökumene hat den Widersprung im Widerstand, hat im Widerstand im KZ ihren Ursprung, dass die Ökumene, also das Zurückkehren der protestantischen Kirchen unter die Fittiche von Rom, ein Resultat ist des Dritten Reichs und des Kampfes, den Adolf Hitler gegen die Kirche gemacht hat. Nach dem Motto, Adolf Hitler hat gegen die katholische Kirche gekämpft, offiziell, ich sage das jetzt mal zwischen Anführungsstrichen, und er hat gegen die protestantische Kirche gekämpft. Und deswegen sagt der böse Lager, dass dadurch die beiden Kirchen sich zusammengetan haben, um gegen den Antichristen zu kämpfen, nämlich Hitler in diesem Fall. Aber Hitler war nie der Antichrist. Genauso wenig wie Obama der Antichrist ist. Oder wie Prinz William oder Prinz Henry oder Prinz Charles oder was weiß ich, oder Obama oder was weiß ich, welche Person der Antichrist ist. Die Leute haben heute ein ganz schwieriges Verständnis davon, wer der Antichrist ist. Sie wissen nicht, wer der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, weil sie die Bibel nicht mehr lesen und wenn sie sie lesen, weil sie sie nicht verstehen. Das ist nun mal leider so. Und viele Sendungen in meinem Ministerium, Joggler 66 oder Stunde der Wahrheit, wie auch immer ihr das nennen wollt, hat sich dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass den Leuten ganz deutlich gemacht wird, dass der Gott der Bibel im Alten Testament uns ganz deutlich darauf hingewiesen hat, wann der Christ kommt, warum er kommt, was er tun wird, was er sagen wird, was seine Handlungen sind und wann er kommen wird. Ganz präzise wurde das vorhergesagt. Und als dann sein Sohn kam und am Kreuz sein Blut für unsere Sünden vergossen hat, hat er uns darauf hingewiesen, dass wenn er weg ist, wer dann der Antichrist ist. Gott lügt nicht zu seinem Volk. Und genauso wie er sich Mühe gegeben hat, die ganze Zeit durch das Alte Testament die Leute darauf hinzuweisen, wann der Christ kommt, hat er sich genauso darum bemüht, den Leuten deutlich zu machen, wann der Antichrist kommt. Dass wir ganz genau wissen, wer der Antichrist ist, nämlich das Papsttum. Und Leute, die das immer noch nicht verstanden haben, die sollten unbedingt der Buchlesung folgen, Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht von Henry Gretton Guinness, was ich, wenn dieses hier veröffentlicht wird, wahrscheinlich ja schon angefangen habe zu lesen. Ich spreche jetzt in der Zukunft, ja? Weil die Lesung fängt am 16. September und wir haben heute den 30. August. Es muss den Leuten deutlich gemacht werden, wer wirklich der Antichrist ist. Weil wenn man das nicht versteht, wenn man nicht versteht, dass das Papsttum der Antichrist ist, wenn man nicht versteht, dass römischer Katholizismus kein Christentum ist, wenn man nicht versteht, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche des Antichristen ist, die Synagoge Satans ist, wenn man das nicht versteht, dann kann man diesen Satz hier, der hier steht, überhaupt nicht verstehen. Dann kann man nicht verstehen, dass die beiden Kirchen gegen den Kampf gegen den Antichristen zusammengerückt sind. Dann fragt man sich, warum sollten denn die beiden das nicht tun? Das ist doch eine gute Sache. Ökumene ist doch eine gute Sache. Wir legen den Streit bei. Halleluja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, es ist alles ganz glücklich. Wir sprechen nur noch über die Dinge, die uns verbinden und wir sprechen überhaupt nicht mehr über irgendetwas, was uns vielleicht trennen könnte. Genau das ist die Politik der Ökumene. Und von daher, dieser Philipp Freier vom Böselager, ja, der hat seinen Namen nicht gestohlen. Der ist wirklich aus einem bösen Lager entsprungen. Wenn der Widerstand gegen Hitler etwas Positives erreicht hat, dann frage ich mich immer noch, welcher Widerstand? Weil Stauffenberg und all die ganzen Dinge, das waren alles geplante Widerstände. Ja, es gab keinen wirklichen Widerstand gegen Hitler. Dass die beiden Kirchen im Kampf gegen den Antichristen zusammengerückt sind. Ja, wenn das wirklich das Resultat ist, dann hat der Antichrist wieder mal einen guten Sprung auf seine Agenda geschafft.
und das Christentum, und damit spreche ich jetzt das wahre Christentum an, wieder einen großen Schritt zurückgesetzt, weil sie es wieder nicht verstanden haben, weil sie wieder betrogen wurden, weil sie ganz einfach nicht ihre Bibel kennen und von daher die Prophezeiung nicht kennen. Und wer die Prophezeiung nicht kennt, der kennt die Geschichte nicht, weil biblische Prophezeiung ist nichts anderes als Geschichte, die im Voraus geschrieben ist. Die wahre Geschichte des Aufstiegs des Nazifaschismus, sagt der Autor jetzt hier im ersten Satz des 9. Kapitels, muss noch geschrieben werden. Natürlich zu der Zeit von 1942, wo er das Buch veröffentlicht hat. Und er bemüht sich in diesem Buch auch tatsächlich die wahre Geschichte des Aufstiegs des Nazifaschismus zu schreiben. Er fängt damit an. Ja? Er gibt uns eine bestimmte Sicht darauf, aber er erklärt nicht alles. Aber er probiert es ganz gut aus seiner amerikanischen Sicht, weil er schreibt natürlich aus Amerika raus, Leo Herbert Lehman in diesem Fall. Wenn sie erscheint, die wahre Geschichte des Aufstiegs des Nazifaschismus, dann wird es die meisten Amerikaner überraschen, welche Rolle die christlichen, zwischen Anführungszeichen, Kirchen, protestantisch wie auch katholisch, darin spielen. Warum kann ich jetzt selbst die protestantischen Kirchen in Anführungszeichen setzen, also zwischen Anführungszeichen setzen? Weil die protestantischen Kirchen eben durch die Ökumene, von der der Böselager hier spricht, durchsetzt sind und dadurch, dass Jesuiten die Kanzeln der protestantischen Kirchen damals schon, das fing Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts an, die Kanzeln infiltriert hatten, eben auch aus protestantischer Sicht bereits römisch-katholisch wieder gelehrt wurde. Ganz im Einklang mit, wie es im Eid der Jesuiten heißt, wo wir wissen, dass der Jesuit eine jedwede Position annimmt, dass er unter den Hugenotten ein Hugenott sein soll, dass er unter Calvinisten ein Calvinist sein soll, unter Lutheranern ein Lutheraner. Im Allgemeinen sei ein Protestant unter Protestanten und predige selbst von ihren Kanzeln gegen unsere eigene Kirche, um dafür zu sorgen, dass am Ende unsere Kirche der Gewinner ist, weil das Ziel heiligt die Mittel. Die sogenannten christlichen Kirchen, deswegen hat der Viktor das ganz gut hier in kursive Schrift getan, die sowohl protestantisch als auch katholisch sind, und wir wissen ja, katholisch und christlich, das passt schon mal gar nicht zusammen, aber protestantisch und christlich passt auch nicht mehr zusammen, wenn wir davon ausgehen, wie von Jesuiten infiltriert und von einem falschen Geist gelenkt diese zwischen Anführungszeichen christlichen, protestantischen Kirchen tatsächlich sind. Ja? Und das wird die meisten Amerikaner überraschen, weil die Amerikaner denken ja, dass ihre protestantischen Kirchen, die Baptisten, die Methodisten, die, weiß ich jetzt gar nicht, welchen Namen die da alle haben, kann man ja so viele aufzählen wahrscheinlich, dass das alles ganz tolle sind. Und dann haben sie da solche Leute wie ihren Kenneth Copeland und Joel Osteen und Benny Hinn und nenn mal diese ganzen Prediger, die man da in Amerika nennen kann. Und die glauben ja wirklich von, das ist die wirkliche Kirche, das ist der wahre Protestantismus, das ist der wirkliche Glaube an den einzigen echten Gott, an den Schöpfergott von Abraham, Isaak und Jakob, oder Jakob und Isaak, Israel, Entschuldigung. das glauben die. Und die Amerikaner werden sehr überrascht sein, wie auch die Deutschen, wenn sie nicht die Geschichte verstehen, die wir hier in diesem Buch auflegen oder nahelegen. Denn der Nazifaschismus, fährt der Autor fort, war sowohl ein Produkt der Kirchen als auch des Staates und eine Bewegung in Richtung religiösen sowie politischen und sozialen Autoritarismus. Katholische Historiker aus Europa erkannten es sofort als den letzten Akt im jesuitischen Plan der Gegenreformation, der genau 400 Jahre zuvor, nämlich 1540, eingeführt worden war. Interessant finde ich in diesem Fall, dass wir hier von 400 Jahren sprechen. Und ihr wisst, die Zahl 4 ist eine bedeutungsvolle Zahl im biblischen Sinne. Ich denke, das ist euch bekannt. Ne? Wir haben zum Beispiel die 400 Jahre
die Israel in ägyptischer Gefangenschaft verbracht hat. Wir haben die 40 Jahre, die Israel durch die Wüste gewandert ist, dem Herrn hinterher, bis sie endlich in das gelobte Land zugelassen wurden. Wir haben die 40 Tage, die Jesus Christus vom Satan versucht wurde, in Matthäus Kapitel 4, wo wir das lesen können, nachdem er sein Ministerium angefangen hat und gleich von Satan mehr oder weniger auf die Probe gestellt wurde. Die Zahl 4 ist eine sehr wichtige Zahl. Und genau diese 400 Jahre haben die Jesuiten eben dafür geplant, um diese Gegenreformation so durchzuführen, dass die Reformation in der Zukunft Geschichte ist. Die Amerikaner selbst werden niemals die wirklichen Ziele und Aktivitäten der Kirche von Rom verstehen, solange sie den Katholizismus von unserem amerikanischen Standpunkt aus betrachten. Ich gehe jetzt nicht drauf ein mit einem Kommentar, weil das tue ich später, glaube ich, noch. Das habe ich doch hier, glaube ich, irgendwo geschrieben. Genau, da. Also lasse ich das mal eben hier so stehen, wie es da steht. Auf dieser Seite des Atlantiks, also auf der amerikanischen, konzentrierte man sich hauptsächlich auf die Versuche einiger liberaler katholischer Fürsprecher, ihre Kirche in den amerikanischen Lebensstil zu integrieren. Sie meinen aufrichtig, der katholische Autoritarismus könne mit liberalen und toleranten Prinzipien der amerikanischen Demokratie in Einklang gebracht werden. Kommentar? Ja, ich bin schon des Öfteren auf die Besonderheit der amerikanisch-katholischen Kirche eingegangen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ein ganz kurzer Abriss. Die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten von Amerika ist eine amerikanisch-katholische Kirche, keine römisch-katholische Kirche. Und das geht zurück auf den Gründungsvater dieser Kirche, nämlich John Carroll, der 26 Jahre in Europa, hauptsächlich in Saint-Omer, was heute Nordfrankreich ist, jesuitisch geschult wurde. Und der Aufrichter war von Georgetown-Universität 1789 und der 1808 die erste katholische Diözese in Baltimore gegründet hat. Und er war der erste katholische Bischof in Amerika. Aber in Amerika waren zu der Zeit die Katholiken in der Minderzahl, weil von 100% Einwohnern waren ungefähr 98% protestantischen Glaubens, 1,5% römisch-katholischen Glaubens und die restlichen 5% waren Juden. Wir sprechen über ungefähr 2,5 Millionen Einwohner zu der Zeit, ja? Also Ende des 18. Jahrhunderts. Größer war Amerika damals noch nicht. Oder waren es 25 Millionen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber so wahnsinnig viel war es noch nicht. Jedenfalls, und das ist der springende Punkt, die römisch-katholische Kirche war in einer so dermaßen Unterzahl zur Zeit der Gründung dieser Vereinigten Staaten von Amerika, dass sie sich gezwungen war, ein ganz leises Lied zu singen. Und John Carroll hat Briefe geschrieben zu dem damaligen Papst, das müsste wohl, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Pius der Siebte gewesen sein, und meinte oder hat diesem Papst mitgeteilt, dass wir in Amerika den römischen Katholizismus mit seinem ultramontanen Führungsanspruch nicht verkaufen oder nicht verkauft kriegen. Wir haben nämlich so viele Protestanten hier, wenn wir uns auch noch so offiziell zum römischen Katholizismus bekennen, dann werden wir hier kaputt gemacht werden. Und deswegen muss der Papst uns bitte zugestehen, dass wir eine eigene amerikanisch-katholische Kirche gründen werden, die noch nicht römisch-katholisch ist. Das kann man erst machen, wenn wir in der Überzahl sind. Und im Augenblick sind wir in sehr, sehr großer Unterzahl. Und dann haben die nächsten paar Generäle der Jesuiten dafür gesorgt, Rotan und Becks, dass Millionen von irischen katholischen Einwanderern kamen und dass im Lauf der Zeit also der katholische Bevölkerungsanteil in den Vereinigten Staaten von Amerika gewachsen ist und gewachsen ist. Und heute macht Obama vor Trump jetzt dasselbe. Die lassen die ganzen Mexikaner und Amerikaner rein, die alle katholischen Glaubens sind, um dafür zu sorgen, dass der Katholizismus
die absolute Überhand gewinnt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und dadurch, dass eben die ganzen protestantischen Kirchen unterwandert sind, infiltriert sind von Jesuiten und auch den zukünftigen Antichristen lehren und niemand in den Vereinigten Staaten von Amerika, außer vielleicht hier und da noch ein paar Sieben-Tags-Adventisten, noch lehrt, dass das Papsttum der Antichrist ist, ist im Grunde ganz Amerika mehr oder weniger katholisch. Und darum ist ja auch damals 1981 Ronald Reagan in seiner Amtseinführung auf dem Balkon des Weißen Hauses erschienen in Richtung des Obelisken und hat damit ein Zeichen gegeben, dass die Eingeweihten alle richtig gedeutet hatten, nämlich, dass damit gezeigt wird, die protestantischen Kirchen von Amerika sind alle unter jesuitischer Kontrolle, also unter römisch-katholischer Kontrolle. Geht euren Gang. Ja, und 20 Jahre später gingen sie ihren Gang mit 9/11. Aber wie gesagt, ich wollte da nicht zu weit drauf ausweiten, weil ich habe das früher schon besprochen und diejenigen, die es nicht wissen, die sollten sich dann frühere Videos von mir anschauen, aber das sollte jetzt zur Einweihung hier, zur Besprechung in diesem Kapitel hier reichen, dass wir eben verstehen, dass die amerikanisch-katholische Kirche eine andere ist, nämlich keine römisch-katholische, sondern eine amerikanisch-katholische. Und dass dadurch natürlich die Katholiken in Amerika sehr viel toleranter und liberaler sind im Verhältnis zu römischen Katholiken. Und deswegen müssen die genauso in der Zukunft beseitigt werden wie damals. Und darüber geht dieses Kapitel, was wir jetzt endlich anfangen zu lesen, hoffentlich, was damals in Deutschland schon passiert ist. Damals hat nämlich eine Reinigung stattgefunden von den liberalen und toleranten Katholiken in Deutschland selber. Ja? Aber die Kirche von Rom, sagt natürlich der Autor hier vollkommen zu Recht, hat ihre Wurzeln in Europa. Natürlich. Aber eigentlich hat seine Wurzeln in Babylon. Ne? Das mystische Babylon ist Rom. Rom ist Babylon. Ja, schaut euch die Videos an von der Lesung von Alexander Hislop von Babylon nach Rom, um das zu verstehen. Aber die Kirche von Rom hat ihre Wurzeln in Europa und nicht in Amerika. Da, wo ihre Metaphysik eben zuerst gegründet wurde. Daher müssen wir auf den Hintergrund und die Aktivitäten in Europa schauen, wenn wir beurteilen wollen, wie es in Wirklichkeit ist. Es ist eine Agenda, die auch für Länder jenseits der Alpen in Europa festgelegt ist und die katholische Kirche selbst in Amerika leitet und führt. Wohlgesinnten katholischen Fürsprechern ist es in den Demokratien erlaubt, ihre liberalen Ansichten zu äußern. Aber ihr Wunschdenken hat nie etwas gebracht, um die römisch-katholische Kirche wirklich in Einklang mit unserer amerikanisch-demokratischen Lebensweise zu bringen. Also, die liberalen Ansichten der amerikanischen-katholischen Kirche führen niemals dazu, dass die römisch-katholische Kirche sich den Ansichten der amerikanisch-katholischen Kirche anpasst. Es ist Amerika, das sich Rom anpassen muss. Genauso wie es jenseits der Alpen in Europa ist, dass die Länder, über die Rom regiert, jenseits der Alpen, Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Polen, Ungarn und so weiter, alles was jenseits der Alpen ist, sich eben auch Rom anpasst. Und wir dürfen dabei sicher Spanien, Portugal nicht vergessen. Dieses Thema wurde in Europa zwischen Nazifaschismus und den christlichen Kirchen erbittert ausgetragen. Nun, was Europa betrifft, ist der Kampf beendet. Mit einem Sieg auf der Seite des Nazifaschismus und des katholischen Ultramontanismus. Diese zwei, Nazifaschismus auf der einen und katholischen Ultramontanismus auf der anderen Seite, das sind einander austauschbare Worte, genauso wie katholisch und universal austauschbare Begriffe sind. Weil wir wissen, dass aus zivilter Katholiker das Zitat kommt, dass Nazifaschismus oder das Faschismus oder Nationalsozialismus besser, so steht es da ja drin, das System ist, was sich an den am dichtesten an den Konzepten der Kirche orientiert. Ja? Und der Nazifaschismus auf der politischen Seite hat dafür gesorgt, dass die spirituelle Seite des katholischen Ultramontanismus in Deutschland bestimmend war zu der Zeit. Und übrigens leider heute 2018 immer noch ist. In Italien, wo Mussolini regierte, Spanien, wo Franco regierte, Österreich, wo Kardinal Innitzer seine Hände mit im Spiel hatte und der Schussnick Kanzler war, Polen, Portugal,
Das war ja der Salazar, der da regiert hat. Frankreich, Pétain und Belgien mit Rexismus, mit de Grelle, da war allein der Katholizismus beteiligt. In Deutschland jedoch haben sowohl die protestantische als auch die katholische Kirche ihren jeweiligen Part gespielt. Also, der Unterschied zu Italien, Spanien, Österreich, Polen, Portugal, Frankreich und Belgien war, dass es da nur der Katholizismus war. Aber in Deutschland gab es zwei Kirchen, nämlich die protestantische, hauptsächlich im Norden und Osten, und die katholische im Mitteldeutschland und im Süden. Dort waren die Kämpfe innerhalb der Kirchen ebenso bitter und blutreinigend wie im Staate. Das heißt, der Kampf, der im Staat selbst stattgefunden hat, hat hier in Deutschland eben auch in der Kirche stattgefunden. Oder so wie er in der Kirche stattgefunden hat, hat er auch im Staat stattgefunden. Sie waren innerhalb des Protestantismus strenger und blutiger als im Katholizismus. Wesentlich mehr liberale protestantische Führer als Katholiken wurden in Konzentrationslagern liquidiert oder aus dem Weg geräumt. Wesentlich mehr liberale protestantische Führer wurden ins KZ gesteckt. Was ist denn ein anderes Wort für liberale protestantische Führer? Ja, ich würde mal sagen, bibelgläubige Christen, nicht wahr? Die Bibel spricht von solchen Leuten als die Heiligen Jesu Christi, die Nachfolger Jesu Christi und die Märtyrer, mit deren Blut sich die römisch-katholische Kirche rühmt, es vergossen zu haben. Ja? Und hier sagt der Autor es selber. Es waren wesentlich mehr liberale protestantische Führer als Katholiken, die in Konzentrationslagern liquidiert oder aus dem Weg geräumt wurden. Wer erzählt euch denn jemals im Geschichtsunterricht in Deutschland, wenn wir über das Dritte Reich lernen, irgendetwas von einer Säuberung von wahren Christen in Deutschland? Dafür muss man solche Bücher wie dieses hier lesen, um das zu verstehen. Und natürlich wurden auch liberale Katholiken liquidiert und aus dem Weg geräumt, weil die ultramontane römisch-katholische Kirche duldet auf lange Sicht keine Liberalen in ihren Reihen. Ja? Die römisch-katholische Kirche ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied in der Kette. Und das schwächste Glied in der Kette sind Liberale und welche, die Kompromisse zugestehen zu anderen, die tolerant sind, ja? Um es mal mit einem neudeutschen Wort zu gebrauchen. Toleranz ist ja so ein tolles Wort, was auch viel missbraucht wird. Und eben diese liberalen Katholiken mussten auch weggeschafft werden. Die braucht man, also versteht mich jetzt nicht verkehrt, diese liberalen Katholiken wurden davor gebraucht, um überhaupt die Ziele der römisch-katholischen Kirche zu erreichen. Aber einmal man die Ziele erreicht hat, konnte man sie wegräumen. Und dann schaut die römisch-katholische Kirche nicht auf ihre eigenen Leute. Der ist das wurscht. Und wenn sie dann nachher sagen, von ja, den haben wir da ermordet, ja gut, wissen wir jetzt ja was, dann setzen wir dem Denkmal, dann benennen wir da eine Straße nach, dann machen wir sonst was damit, oder wir sprechen ihn selig, oder wir sprechen ihn heilig, wir machen ihn zu einem Märtyrer. Im Endeffekt ist derjenige doch ein römischer Katholik gewesen und gestorben für das größere Ziel der römisch-katholischen Kirche. Und um das Ziel der römisch-katholischen Kirche zu erreichen, sind alle Mittel rechtens. I-N-R-I, ja, Justrum Necker Regis Impius. Indem die evangelisch-protestantischen Kirchen sich weigern, dem Nationalsozialismus Zugeständnisse zu machen, sollen sie den Weg für den Erfolg der christlich-deutschen Bewegung geebnet haben. Diese deutschen Christen, hier spricht man jetzt von protestantischen Faschisten, erklärten, es sei notwendig, sich einem geistlichen Führer zu unterwerfen, um den Protestantismus vom Liberalismus und Rationalismus zu befreien. Diese deutschen Christen, diese protestantischen Faschisten, also ich möchte mit protestantischen Faschisten nicht das Wort Christentum hier missbrauchen. Ja? Ein protestantischer Faschist, entweder ist einer Protestant oder er ist Faschist. Beides kann man nicht sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Ja? Aber man hat natürlich eben diese ultramontanen Protestanten auch nötig, um eben dafür zu sorgen, dass die Agenda der römisch-katholischen Kirche erfüllt wird. Weil die sind faschistisch oder fundamentalistisch
nicht im protestantischen Sinne, im biblischen Sinne, wie ich mich zum Beispiel als Bibelfundamentalist deutlich erkläre und oute, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Bibel und die Bibel alleine, da mache ich keine Kompromisse mit, sondern die sind das, weil sie ökumenisch bereits angehaucht sind und weil sie im Grunde dieselbe Agenda verfolgen wie die römisch-katholische Kirche. Ja? Und für die ist es eben nötig, sich einem geistlichen Führer zu unterwerfen. Nicht Jesus Christus, der soll unser geistiger Führer sein. Nein, sie wollen sich einem Adolf Hitler unterwerfen oder jedwegen anderem Führer im Nationalsozialismus, um den Protestantismus von dem Liberalismus und Rationalismus zu befreien. Also von Rationalismus, von verständigem eigenen Denken und Liberalismus von einer gewissen Freiheit, von einer gewissen, sagen wir mal, Gnade zeigen gegenüber anderen Menschen. Die müssen weg. Und es kann nur das Radikale zählen. Und zwar das Radikale im Sinne des Antichristen. So, entschuldige mal eben, nicht, dass mir jetzt irgendwie langweilig wird oder so. Ich wollte mal eben fragen, seid ihr beide noch da und habt ihr vielleicht irgendwas zu sagen zu dem, was ich hier bis jetzt kommentiert oder vorgelesen habe? Oder soll ich weitermachen? Ja, ich habe da was sozusagen. Na, dann sag doch mal was. Und zwar fällt mir zur römischen katholischen Kirche immer ein, an ihren Werken sollt ihr sie erkennen. Ja. Und zu Luther und der römisch-katholischen Kirche fällt mir ein, dass Jesus mal eine schöne Parabel gebracht hat. Und zwar von dem Wein in neuen Schläuchen. Ja. Ja, das ist mir eben so durch den Kopf gegangen. Und ich denke mal, dass die römisch-katholische Kirche, wenn man das katholisch als universell verwendet, dann heißt sie halt römisch-universelle Kirche. Und dann hat damit Christentum nichts mehr zu tun. Und ich glaube, das ist ein gutes Attribut, dass man sich das mal, dieses katholisch einfach mal da wegdenkt. Mhm. Oder das katholisch zumindest auf die Art und Weise versteht, wie es gemeint ist, nämlich universal, ja. Ja, es ist halt einfach so, dass wir mit den Wortbegrifflichkeiten Schwierigkeiten haben, weil wir damit einfach so erzogen worden sind. Ne? Mhm. Wir setzen ja auch Toleranz immer mit etwas Positivem gleich. Ja. Obwohl tolerare ja eigentlich ertragen heißt, erdulden. Und damit dir aufzeigt, dass ich mich letzten Endes meine Bedürfnisse den Bedürfnissen eines anderen unterwerfe. Toleranz ist nur ein Neudeutsch-Wort für Kompromiss. Gut, ich wollte jetzt auch gar nicht auf dieses Toleranz hinaus, sondern wenn ich sage, das ist die römisch-universelle Kirche, dann kriegt es wahrscheinlich bei mehreren, als wenn man sagt, das ist die katholische Kirche und die meisten lassen dann dieses Römisch schon weg. Aber wenn ich sage, das ist die römisch-universelle Kirche, dann bin ich ja schon beim Mithraskult. Dann bin ich ja eben nicht mehr beim Christentum. Und das ist für mich dann so eine Gedankenstütze, wenn ich mit jemandem darüber diskutiere, dann frage ich ihn, was heißt denn katholisch? Und die Katholiken können mir zu 95% da gar nichts drauf antworten. Und das dabei ist halt, wird Ihnen das in der ersten Stunde im Katechismus gelehrt, dass Katholizismus in der zweiten Bedeutung universal heißt. Ja, irgendwann mal, ja. Aber später, die Leute sind ja halt letzten Endes nur noch irgendwie Papierkatholiken, die meisten. Und gehen halt mal ab und zu in die Kirche, um halt ihr Gewissen zu erleichtern. So habe ich zumindest den Eindruck. Ja, genauso wie viele nur Papierprotestanten sind, ne, Michael? Ja. Ja, und deswegen sind die Katholiken jetzt nicht besser und nicht schlechter als alle anderen Leute, die halt einfach zu wenig Zeit haben, weil sie sich halt mit den angenehmen Dingen des Lebens beschäftigen, anstatt mal die Bibel zu lesen. Ja, das ist richtig. Dem habe ich auch nichts weiter hinzuzufügen. Das war schön gesagt von dir. Ja, ich will ja auch überhaupt niemanden anmachen. Mir wird ja auch öfter unterstellt, ich wäre dann zu schroff oder dann zu direkt und so, aber es ist halt einfach so, wenn man halt zur ursprünglichen Quelle will, dann muss man halt einfach gegen den Strom schwimmen. Also du kannst dich nicht hier hinsetzen, über Skype mit mir so eine Lesung machen von so einem Buch und dann erwarten, dass du den Katholiken allen gerecht wirst und dass du keinen irgendwie anfällst. Die Leute werden sich immer angefallen fühlen und ich persönlich mache das auch aus dem Grunde, weil nur wenn sich einer angefallen fühlt, dann denkt er vielleicht mal drüber nach, was ihm gesagt wurde. Nein, es bezog sich jetzt nicht nur auf die Lesung, es bezog sich auf Ich meine das im Allgemeinen. Ich finde im Allgemeinen, die römisch-katholische Kirche muss angeprangert werden als das, was sie ist. Deswegen hasse ich nicht die Leute, die da drin sind. Im Gegenteil, ich liebe alle Menschen. Aber die Menschen sollten wissen, dass sie einer gefährlichen, falschen, abergläubischen Doktrin aufgesessen sind. Und man kann sie da nicht rausholen, man kann sie nicht erwecken, ohne ihnen das in glasklaren Worten zu sagen.
Schau, als Jesus auf diese Erde gewandelt ist, da hat er den Leuten, den Pharisäern und Schriftgelehrten und sowas auch viele Dinge ins Gesicht gesagt. Nur, er hat es ihnen auf eine Art und Weise ins Gesicht gesagt, er hat oftmals mit Parabeln gesprochen. Weil Jesus konnte sich ja nicht erlauben, vor seiner Zeit zu sterben. Er wusste, wann seine Zeit gekommen war. Und wenn er bestimmte Dinge direkt ausgesprochen hätte, dann hätten sie ihn schon vorher wahrscheinlich den Gerichtsbarkeiten überstellt. Und dann wäre die Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen, wie sie in Erfüllung gehen musste. Aus demselben Grund hat Paulus oftmals in Parabeln gesprochen. Das beste Beispiel finde ich im 2. Thessalonicher Kapitel 2, wo er ganz deutlich sagt: Wisst ihr denn nicht mehr, dass als ich bei euch war, dass ich euch so, dieses bereits gesagt hatte, dass der im Augenblick noch hindert, aus dem Weg geräumt werden muss und dann wird der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde, offenbart werden? Da hat er in, ja, ich sage jetzt nicht Parabeln, aber in einer undeutlichen Weise gesprochen, weil es eben schriftlich niedergeschrieben, weil es eben niedergeschrieben wurde. Und das hätte ihm ja ausgelegt werden können als ein Anfall gegen das Römische Reich. Ne? Ich meine, wenn ich heute ein Schreiben verfassen würde, indem ich sagen würde, dass in Deutschland die Regierung gestürzt wird oder so, dann würde man mir ja das ja auch zur Last legen und würde sagen, von ich mache hier irgendwelche rebellischen Schriften oder was oder rufe hier und da zu Genau. auf. Ne? So. Du wärst Und der König von Belgien. der Punkt ist, man kann einigen Leuten Dinge anders sagen, wenn man sie sieht, als wenn man mit ihnen über zum Beispiel, wie Paulus das ja gemacht hat, über Briefe kommuniziert. Und Jesus Christus hat halt in Parabeln gesprochen, weil er ganz genau wusste, erstens würden sie die Parabel verstehen, aber man kann ihm aufgrund dessen, was er gesagt hat, keinen Strick draus drehen. Und das war eben wichtig für ihn. Nun, ich bin nicht Jesus Christus und ich spreche nicht in Parabeln. Ich spreche die Dinge so aus, wie sie sind. Und wenn ihr mich holen kommen wollt, dann kommt mal. Meine Tür stehe ich sogar auf für euch. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ja? Aber ich spreche die Dinge aus, wie sie sind. Und ich nenne, wie man so schön im Englischen sagt, I call a spade a spade. Ja? Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich sage die Dinge, wie sie sind. Und wenn man sich dadurch beleidigt fühlt, dann hat man das Problem, dass man vielleicht, wenn man sich beleidigt fühlt, eben auch einsieht, dass ich irgendwo wohl recht habe. Sonst würde man sich ja nicht beleidigt fühlen. Sonst würde man sich ja nicht in seiner Ehre angegriffen fühlen oder was auch immer. Sondern da würde man vielleicht mal drüber nachdenken und sagen von, vielleicht hat er ja irgendwo einen Punkt. Und weshalb sagt er das denn? Ich sage das nicht, um die Leute wütend zu machen. Ich sage das, um die Leute, ja, um sie wütend zu machen, aber nicht wütend auf mich, sondern um sie wütend zu machen auf das System, das sie ihr Leben lang betrogen hat. Und dass sie sich dann zur Bibel kehren und dass sie Offenbarung 18, Vers 4 lesen, wo drin steht, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Dass sie begreifen, dass sie einer Lüge aufgesessen sind. Wie Gott auch sagt, ebenfalls im 2. Thessalonicher, dass er ihnen, dass er den Leuten einen großen Irrtum schenken wird. Ja? Sage ich das jetzt richtig? Eine große Illusion schicken wird. Müssen wir eben gucken. Das ist in Thessalonika, ne? Dass ich das mal eben aufmache hier. Moment. Das. Im 2. Thessalonika ist das drin. Ich muss das nur erstmal eben finden hier. Alle möglichen Bücher. Aber Thessalonika finde ich jetzt hier nicht. Der zweite Brief, Kapitel 2. Und da steht dann drin: Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt. Darum wird ihnen Gott, ja, in Vers 11, 2. Thessalonicher Vers 11, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Ja, das ist im Englischen ist das viel schöner beschrieben. Da steht drin, God will send them strong delusion, so that they will believe a lie. Ja? Und wir wollen die Leute aus dieser Lüge herausholen. Und das kann man nicht immer nur machen, wenn man den sanft über den Hinterkopf streichelt. Da muss man vielleicht schon mal den einen oder anderen Klaps auf den Hinterkopf geben, dass bei einigen Leuten vielleicht die Zahnräder wieder richtig einspringen und im Gehirn anfangen zu arbeiten. Und dass wir den Leuten ganz deutlich aufzeigen, dass eben römischer Katholizismus von wahrem Christentum so weit weg ist wie die Sonne von der Erde nach der Lehre der Heliozentriker. Ja? Okay, dann war das jetzt auch hiermit mein Schlusswort, denn ich habe gerade Besuch bekommen. Wunderbar, dann wünsche ich dir einen schönen Abend mit deinem Besuch. Ja. Bestell ihm auch, wenn ich ihn nicht kenne, herzliche Grüße von mir und wahrscheinlich wohl Ja. auch von Viktor.
Und Ja, dann von wünsche ich meiner dir, Seite aus auch, ja. siehst du, wunderbar, und dann wünsche ich dir gutes Gelingen mit Ja, deinem danke. Vorhaben und ich freue mich darüber, deinen Rapport dann morgen oder so zu hören. Ja, alles klar. Okay. Tschüss, Okay, Michael. Schönen danke Abend auch. noch. Tschüss. Tschüss, Michael. Ciao, ciao. So, Victor, hast du noch etwas zu bemerken zu dem, was wir gerade gesagt haben, oder soll ich weiterfahren in dem Buch? Also ich wollte das jetzt nicht weiter vertiefen, weil du schon auch diese Ursprünge der Ökumene jetzt auch schon weiter das ausgeführt hast. Das kannst du immer gerne in deinen eigenen Worten auch tun, Victor. Ja, ich mich jetzt nochmal oder vielleicht auch die Zuseher, Zuschauer wird vielleicht nochmal interessieren. So offiziell dieser Begriff Ökumene war ja zu der Zeit jetzt, wo der Autor das Buch geschrieben hat, ja wohl noch nicht so im allgemeinen Sprachgebrauch geläufig, ne? Das Das Wort selber ist also schon sehr viel älter, weil es steht sogar schon in einer früheren römisch-katholischen Enzyklopädie. Man Ah, findet es nur okay, sehr, das man stimmt. findet es nur schwierig wegen der Schreibweise. Das ist nämlich O und E groß ineinander. Und das findet man schwierig in der römisch-katholischen Enzyklopädie. Aber ich weiß zum Beispiel, in meiner Enzyklopädie von 1913 steht das da drin. Henry Gretton Guinness spricht auch von der Ökumene in 1888. Also das Wort gab es schon vorher. Das ist sicher so. Ob es auch so bekannt war, das ist eine andere Sache. Und natürlich hat es heute eine andere Bedeutung und eine andere Kraft, als es das damals hatte, natürlich. Da stimme ich wohl zu, ja. Ja, nee, alles klar. Sonst von meiner Seite kannst du gerne fortfahren mit der Lesung. Gut, dann fahren wir noch mal ein wenig fort. Mal sehen, ich habe hier noch ein paar Bilder vorbereitet, dass wir ein anderes Bild nehmen. Hier zum Beispiel. Evangelische Kirche zwischen Kreuz und Hakenkreuz. Naja, dann ist man so, wie man im Englischen, ich weiß nicht, wie würdest du das aus dem Englischen übersetzen, Victor? Between a rock and a hard place. Ja, Das, nee, ne. das ist mir jetzt nicht so geläufig. Das ist so ein Sprichwort halt, dass wenn man irgendwo, dass man zwischen dem größeren und dem kleineren Übel so ungefähr wählen müsste. Ja? Die evangelische Kirche zwischen Kreuz und Hakenkreuz. Das Problem ist ja, das Kreuz an sich ist schon ein babylonisches Symbol und das Hakenkreuz ist natürlich auch ein babylonisches Symbol. Wenn ich einen solchen Titel hier schreibe, evangelische Kirche zwischen Kreuz und Hakenkreuz, dann verstehe ich natürlich schon mal, dass die evangelische Kirche überhaupt nichts begriffen hat, weil das Kreuz steht für das Todesinstrument, an dem unser Herr gestorben ist. Und das ist nichts, was man verehren sollte. Und das Hakenkreuz steht natürlich für die Sonne. Ja? Das ist ein Sonnensymbol aus dem alten, aus Sumerien damals. Aber gut, trotzdem blende ich mal eben dieses Cover hier ein, während wir weiterlesen. Also, ich wiederhole den letzten Satz nochmal. Diese deutschen Christen, protestantische Faschisten erklärten, es sei notwendig, sich einem geistlichen Führer zu unterwerfen, um den Protestantismus vom Liberalismus und Rationalismus zu befreien. Da stelle ich ganz einfach die Gegenfrage, wenn sich protestantische Faschisten einem geistigen Führer unterwerfen wollen, warum unterwerfen sie sich nicht Jesus Christus? Sie wurden so eins mit den katholischen Faschisten, die im Sinne des katholischen Aktionskreuzzuges von Antichrist Papst Pius XI. Jeden Schaden des Liberalismus und der Demokratie aus dem katholischen Klerus löschten und die katholische Kirche in Deutschland dem reinen vatikanischen Absolutismus angleichen. Also, protestantische Faschisten und katholische Faschisten haben dasselbe Ziel. Sie sprechen nur darüber, was sie gemein haben, nämlich den Faschismus. Und sie sprechen überhaupt nicht mehr darüber, dass zwischen Protestantismus und Katholizismus sie auch noch Dinge trennen. Sie arbeiten zusammen im Sinne des Faschismus. Gonzague de Reynold, ein fanatischer katholischer Reformer der Jesuiten, stellt in seinem Buch L'Europe tragique fest, und da kommt gleich ein Zitat raus. Wollen wir eben gucken, ob ich von Gonzague de Reynold ein Bild vorbereitet habe? Mal eben schauen. Das weiß ich nämlich nicht auswendig. Ui, das ist schon dunkel hier. Kann das gar nicht mehr richtig sehen, was ich hier eintippe. Gonzaga, er ist am Suchen. Mal gucken, ob ich da ein Bild von habe von dem Mann. Ja, hier, siehst du? Ich wusste es doch. Das hatte ich, glaube ich, schon in die verborgene Geschichte der Jesuiten hatte ich das auch schon mal gebraucht. Ja. Gonzaga de Reynold, der ist hier ganz links und seine Mitarbeiter sind damit bei. Also ganz links, das ist dann hier der Sitzende, gehe ich mal von aus, ne? Meine Linke ist das, seine Linke ist das, also einer von den beiden ist das, wie auch immer.
und seine Mitarbeiter. Dieser Gonzaga de Reynold, wer ist denn das? Müssen wir erstmal lernen, wer das ist. Gonzaga de Reynold hatte einen Hass gegen den Kommunismus und sein Kampf gegen die Demokratie machten Gonzaga de Reynold zu einem Bewunderer der autoritären Regime von Antonio de Oliveira Salazar, das ist also der faschistische Führer von Portugal, und Benito Mussolini in Italien und ließen ihn sogar Verständnis für Adolf Hitler aufbringen. Er hielt den Faschismus für die einzige Gesellschaftsordnung, die sich für die Würde der Arbeiter einsetzte und wollte die Schweiz zu einem autoritären Ständestaat machen. Ihr erinnert euch noch an das Kapitel über den Ständestaat in Deutschland, und dann wisst ihr, was das ist. Er selbst sollte darin die Führungsrolle übernehmen. Analog zu den Titeln Duce in Italien oder Führer in Deutschland wäre er der höchste Schweizer Landammann genannt worden. Ja, und da gibt es einen Link zu über Wikipedia, über Gonzaga de Reynold, wo man das und noch mehr über ihn lesen kann. So wissen wir zumindest diese Person jetzt einzuschätzen, wenn wir in dem Zitat von ihm lesen: Ein echter Kampf wurde innerhalb protestantischer Kreise geführt. Die evangelischen Protestanten weigerten sich, Zugeständnisse zu machen und errichteten eine konfessionelle Kirche, die der vom Staat eingesetzten Kirche entgegengesetzt war. Wir stehen an der Schwelle eines religiösen Schismas. Dies sind die letzten Auswirkungen der Reformation. Also die Reformation lebt in ihren letzten Zügen. Wir erleben eine Phase der Auflösung des Protestantismus. Viele deutsche Protestanten glauben, dass die Ablehnung einer rein religiösen Autorität wie des Papsttums eine Gefahr für die Kirche und das Christentum darstellen würde. Und wie ihr mich kennt, kann ich mich natürlich auch hier eines Kommentars nicht entziehen. Ich denke, sage ich deswegen hier, wenn ihr diesen Absatz zwischen den Zeilen lest, dann könnt ihr die evangelikale ökumenische Bewegung des Zweiten Vatikanischen Konzils von 62 bis 65 in ganz großen Schritten ankommen sehen. Dies sind die letzten Auswirkungen der Reformation. Wir erleben eine Phase der Auflösung des Protestantismus. Genau das hat das Zweite Vatikanische Konzil von 62 bis 65 bezweckt. Und genau das ist eingetreten mit der gemeinsamen Glaubenserklärung oder Errettungserklärung, Joint Doctrine of Justification, der Gerechtswerdungserklärung von 1999, dass die Lutheranische Weltweite Föderation mit der römisch-katholischen Kirche am 31. Oktober 1999 unterzeichnete. Eine Kapitulation des Protestantismus gegenüber dem römischen Katholizismus. Um zu verstehen, fährt der Autor fort, was mit der katholischen Kirche in Deutschland passiert, ist es notwendig, auf die Zeit von Antichrist Papst Leo XIII. Zurückzublicken, der für seinen unerbitterlichen Widerstand gegenüber den liberalen Verfassungen der Staaten bekannt ist. Um dem zunehmenden Einfluss des Liberalismus des 19. Jahrhunderts auf die katholischen Länder entgegenzuwirken, forderte Papst Leo XIII. Die katholischen Führer auf der ganzen Welt auf, katholische Parteien in der Politik zu bilden. Aber wir sehen auf einmal, dass der römische Katholizismus, also an der Spitze der Antichrist, der Papst, politische Ambitionen hat. Ist denn dann die römisch-katholische Kirche lediglich eine geistliche Macht? Oder ist sie nicht vielmehr eine geistliche Macht und eine weltliche Macht, die das Geistliche über das Weltliche stellt und dasselbe von allen Staaten fordert, die sie kontrolliert? Tja, was sage ich denn dazu? Wir sprechen hier unter anderem von der Deutschen Zentrumspartei, die kurz bezeichnet Zentrum wurde, oder Z für Zentrum oder DZP, Deutsche Zentrumspartei. Sie ist eine deutsche katholische Partei. Sie war bis zum Ende der Weimarer Republik 1933 als Vertreterin des katholischen Deutschlands und des politischen Katholizismus eine der wichtigsten Parteien im Deutschen Reich. Mit der Gründung der CDU als überkonfessioneller Sammlungspartei, das finde ich ein wunderbares Wort, ja, und das könnt ihr aus Wikipedia lesen, den Link gebe ich euch dabei.
Da steht das drin mit der CDU. Die CDU ist überkonfessionell. Wo haben wir denn sowas schon mal gehört? Kennt ihr die Bild-Zeitung? Die Bild-Zeitung sagt von sich doch auch, dass sie überparteilich ist, ne? Viktor? Steht das nicht bei denen unter dem Bild-Logo auf der ersten Seite drauf? Überparteilich? Ja, und die Christlich-Demokratische Union ist überkonfessionell? Also sie steht über allen Konfessionen? Das ist doch im krassen Gegensatz zu ihrem Namen. Christlich-Demokratische Union, oder? Also universell eigentlich. Ja. Auf jeden Fall überkonfessionell. Auf jeden Fall über den Konfessionen stehend. Nicht katholisch, nicht protestantisch, nichts dazwischen, sondern da drüber stehend. Genau, die CDU stellt sich damit auf dasselbe Podest, wie die römisch-katholische Kirche das zum Beispiel tut in den Vereinten Nationen. Wir wissen ja, dass der Vatikan kein ständiges Mitglied der Vereinten Nationen ist, sondern dass sie einen besonderen Beobachterstatus haben. Da habe ich früher drüber gesprochen, wenn wir aus dem Buch Global Vatican auf Seite 201 oder 210 irgendwo da in der Richtung das lesen, von George W. Bush, der damals diesen Beobachterstatus des Vatikan für die Vereinten Nationen zementiert hat und dafür gesorgt hat, dass dieser Beobachterstatus jetzt ein permanenter, unanfechtbarer, ewiger Status sein wird und dass damit natürlich der Vatikan über den Vereinten Nationen steht, genauso wie die CDU als überkonfessionelle Sammlungspartei über allen anderen Konfessionen in Deutschland steht. Ja? Also, mit der Gründung der CDU, der sogenannten Christlich-Demokratischen Union, als überkonfessioneller Sammlungspartei verlor das Zentrum nach dem Zweiten Weltkrieg größere Teile seiner Wähler- und Mitgliederbasis. Tja, und welche Partei erfüllt heute in der BRD die Forderung von Antichrist Leo dem 13.? Ist das vielleicht die Partei, wo Mutti Merkel drin sitzt? Denk mal selber nach. Er dachte, wenn solche katholischen Parteien sich aktiv an der parlamentarischen Politik beteiligen würden, also wir sprechen hier von Gonzague de Reynold, ne? Er dachte das, dass wenn solche katholischen Parteien sich aktiv an der parlamentarischen Politik beteiligen würden, Leo der 13., Entschuldigung, nicht Gonzague de Reynold, also Antichrist Leo der 13. dachte, wenn solche katholischen Parteien sich aktiv an der parlamentarischen Politik beteiligen würden, würden sie, indem sie das Gleichgewicht der Kräfte sichern, den Sieg der Kirche erringen. Er hoffte sogar, dass diese katholischen Parteien schließlich eine demokratische Mehrheit erreichen würden, die es ihnen ermöglichen würde, die vollständige Kontrolle über die Regierungen zu erlangen. Na, und wo sind wir dann heute in 2018 angekommen, Viktor? Ja, gute Frage. Also, ich denke, da ist dann doch, wenn man jetzt nochmal auf diese Frage zurückkommt, welche Partei erfüllt denn heute in der BRD die Forderung von Antichrist Leo des 13.? Ja, welche erfüllt sie denn nicht? Das ist wahrscheinlich die Frage, ne? Aber am meisten erfüllt es natürlich diejenige, die gerade an der Macht ist, ne? Ja, definitiv. Wir sehen ja auch wieder so die Zusammenhänge oder ja, die Analogien aus der Weimarer Republik auch, finde ich, heute wieder. Da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Und ja. Da war ja auch die große Koalition nachher der Anlass zum Untergang der Weimarer Republik, ne? Und heute haben wir ja wieder eine große Koalition. Das war der Punkt, den du meintest, ne? Ja, richtig. Und ich meine, das wird ja heute schon kritisiert, dass diese große Koalition eine Politik betreibt, dass sich halt wohl sich wieder die Geschichte wiederholen wird. Und ja. Das sagt ja eigentlich schon viel aus, ne? Wenn man sich jetzt auch nochmal speziell mit so gewissen, ich sag mal jetzt Führungskräften in diesen Parteien noch beschäftigt, dann sind die in der Regel auch katholisch oder in irgendeiner Art und Weise so geschult worden, ne? Naja, die Leute müssen ja nicht mal offiziell katholisch sein. Sie werden ja auf eine katholische Art und Weise erzogen in einem System, das katholisch ist, ohne ihnen das geistige Katholische im Grunde mitzuteilen. Verstehst du? Ja. Wir sind ja auch katholisch erzogen und wir haben es nur nicht gewusst.
Man hat's uns nicht erzählt, wir haben es nicht verstanden. Erst als wir zu Jesus Christus gefunden haben, haben wir erkannt, dass wir ja im Grunde katholisch erzogen werden. Erst wenn man die andere Seite der Medaille sieht. Katholizismus wirkt. Katholizismus wirkt, ja. Und zwar sowohl im Geistigen als auch im Weltlichen. Ja. Ja. Ja, schön. Ich werde die Lesung hier beenden, Viktor. Ich möchte dir noch ein Schlusswort eben gerne geben. Ja, vielen Dank. Ich bin dann wieder gerne dabei beim nächsten Mal. Ja, das weiß ich. lade ich dich auch gerne zu ein. Und nee, jetzt an sich, ich wüsste jetzt an sich jetzt gar nicht so noch was jetzt noch zu sagen zu dem Inhalt. Ja, dann überlasse ich dir nochmal jetzt einen schönen abschließende Worte. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Viktor. Und tschüss. Und tschüss. War schön, dich dabei gehabt zu haben. Ja, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel große Worte noch zum Abschluss zu bringen, weil ich glaube, dass ich heute während der Sendung so ziemlich alles das gesagt habe, was es zu sagen gibt, was wichtig ist, was mir auf dem Herzen lag. Und wir sollten uns immer ein Ding in Erinnerung rufen. Wir können so viel von diesen Büchern lesen, wie wir wollen. Das wichtigste Buch, das wir niemals vernachlässigen sollten an der ersten Stelle, das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Ich kann mit Gott keine persönliche Beziehung haben, wenn ich ihn nicht kenne. Und ich kann ihn nur kennenlernen, wenn ich weiß, wofür er steht. Und ich weiß, wofür er steht, wenn ich das Buch lese, das er für mich geschrieben hat. Und das mir zeigt, wo er mir ganz klar aufzeigt, wo ich herkomme, warum ich hier bin und wohin ich gehe. Und er hilft mir, den richtigen Weg zu finden. Da gibt es viele Sprüche und viele Psalmen und viele andere Stellen in der Bibel dafür, die dafür sorgen, dass wenn wir nur ehrlich gegen uns selber sind und Gott in unser Herz zulassen, dass er in uns kommt und bei uns wohnen wird. Genau wie Jesus Christus gesagt hat, dass der Vater in ihm wohnt und dass er mit seinem Vater bei uns Wohnung machen will. Und das sollten wir eben zulassen. Und dafür müssten wir an erster Stelle die Bibel studieren. Diese anderen ganzen Bücher sind furchtbar interessant, aber nur, wenn es dazu hilft, das biblische Verständnis wachsen zu lassen. Und jetzt weiß ich nicht, ob Maximilian noch am Telefon hängt und vielleicht noch ein Schlusswort hierzu hat, ob er uns gerade zuhört. Jetzt gerade ja, aber da habe ich jetzt eigentlich, das habt ihr schon ganz gut, ich habe mir gerade nochmal einen Gedanken gemacht über das Bildungssystem bei uns. Ne? Das ist ja wirklich auch, dass da an den entsprechenden Hebeln die Jesuiten dann immer sitzen irgendwo. Also gerade das wirklich, wenn es jetzt darum geht, wer stellt denn das Lehrmaterial, ne, für unsere Generation, die Generation vor uns, der davor und unseren Urgroßeltern. Das Lehrmaterial, was gestellt wird, ist, ne, oder die Befehlsgewalt darüber, ja, was wir denn zu lernen haben überhaupt. Ne? An solchen Stellen, ne, da sitzen die dann immer irgendwie dran oder ne, mischen sich damit ein und deshalb ist uns das so wahrscheinlich auch vorher nie aufgefallen, ne? Also mir persönlich jetzt nicht. Ne? Ich habe es immer als Quatsch abgetan, aber das haben wir alle wahrscheinlich, wenn man jetzt im Geschichtsunterricht gehört hat, dass Hexen verfolgt wurden und so, hat man halt seine Daten auswendig gelernt, aber also ich wusste ja schon immer, da steckt noch mehr dahinter, sag ich's mal so. Ne? Ja, nee, so viel da nur noch zu. Das war's eigentlich auch. Sie erzählen uns da noch nicht mal die Hälfte von. Nee, das stimmt. Und die ganze Ausbildung ist in Händen der römisch-katholischen Kirche, weil genauso wie mit Miranda Prausus und der Mirifica, die römisch-katholische meint, es ist ihr Urheberrecht, um alle Medien zu besitzen. Und damit meine ich Radio und also Rundfunk, Fernsehen, Presse, Internet, soziale Medien und auch die Filmindustrie, genauso ist es der römisch-katholischen Kirche ihr, wie sie selbst meint, Urheberrecht, um die Leute zu schulen, um die Leute auszubilden. Wobei diese Ausbildung im Grunde ja vor der Zeit der Reformation nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche stattgefunden hat. Die normalen Leute hatten gar nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Erst die Reformation hat dafür gesorgt, dass eine allgemeine Schulpflicht mehr oder weniger eingeführt wurde. Und die haben die Jesuiten dann natürlich an sich gerissen. Ja, hast du noch eine Bemerkung dazu, Max? Nee, das war eigentlich, ich war jetzt, ich muss dazugeben, wir sind in den letzten 10 Minuten erst wieder hier, deshalb. Aber das war schon aufschlussreich. Dann warst du zumindest bei den 10 Minuten dabei. Genau. Schon mal anfangen, ne?
Schon mal anfangen. Gut. Okay, dann möchte ich abschließend nur noch eben sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, euch an das wichtigste Buch, das es auf dieser Welt gibt, zu wenden, die Bibel, um Gott kennenzulernen, um seinen Geist kennenzulernen, um seine Gesetze kennenzulernen und sich daran zu halten, weil wenn man seinem Vater gehorcht, das macht ihn glücklich. Das macht euren Vater hier auf dieser Welt, euren biologischen Vater glücklich, den meine ich, und es macht euren geistigen Vater im Himmel glücklich, wenn man sich an seine Ordnungen hält. Das ist nun mal so. Gehorsam ist die größte Form von Ehrerbietung, die ich geben kann. Daher muss ich gut aufpassen, ob ich hier auf dieser Welt dem Antichristen gehorche oder ob ich Christus gehorche. Und hierbei möchte ich es belassen und euch dann zum nächsten Mal zur zweiten Lesung des 9. Kapitels hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, hoffentlich wieder begrüßen zu können. Bis dahin, Maranatha.